wunderschönen guten Morgen um 10 Uhr zur allerletzten Vorlesung der Theorie 2 dieses Semesters. Herzlichen Dank, dass Sie die Tür zumachen. Wir fangen an wie immer, bis auf die allererste Vorlesung, mit dem Feedback. Von der letzten Vorlesung gab nicht so wahnsinnig viel, haben nur 8 Leute was geschrieben, aber die, die was geschrieben haben, waren ziemlich glücklich. Das freut mich sehr. Es gab auch nicht so wahnsinnig viel Feedback. Trotzdem hilfreich für mich rauszugreifen. Eine Person hat gefragt, ob ich einen Ausblick geben kann auf Vorlesungen im nächsten Semester. Werde ich machen am Ende dieser Vorlesung. Eine Person hat gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich nicht weiß. Das ist auch immer gut, wenn man in dem Zustand ist. Eine Person macht sich Sorgen, dass sie durch die Klausur fallen werden. Und über diese Sorge möchte ich mit dieser Vorlesung versuchen, noch einmal ein wenig abzumildern. Denn das, was wir gelernt haben in diesem ganzen letzten Semester, lässt sich relativ kompakt zusammenfassen in, sagen wir mal, 90 Minuten. Und genau das werden wir jetzt versuchen, gemeinsam zu machen, um Ihnen noch mal, nicht um Ihnen zu verraten, was in der Klausur drankommt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß ja selber noch nicht, was in der Klausur drankommt. Wir machen die Klausur erst irgendwann heute oder morgen oder so. Sondern um Ihnen noch einmal zu helfen, zu rekapitulieren, was wir gemacht haben in diesem Semester und was Sie hoffentlich mitnehmen, nicht nur in die Klausur, sondern auch in Ihr späteres Leben als Informatikerin und Informatiker. Diese Vorlesung hatte 3 Teile. Der erste Teil war der, der unter der Überschrift Formale Sprachen und Automaten stand. Da haben wir angefangen, in der allerersten Vorlesung, habe ich Ihnen ein paar Bilder von alten weißen Männern gezeigt und einer einzigen Frau, und haben versucht aufzugreifen, worum es hier eigentlich geht, nämlich um darum zu formalisieren, was es eigentlich heißt, zu rechnen, zu schließen, zu wissen und zu entscheiden. Und dazu haben wir angefangen, damit zunächst einmal Aussagen, Fragen, mathematische Fragen, Entscheidungsprobleme abzubilden auf Sprachen. Sprachen haben wir konstruiert, indem wir gesagt haben, wir betrachten Alphabete, die bestehen aus endlich vielen Symbolen, und aus diesen Symbolen können wir Worte machen. Dann stellen wir uns die Menge aller möglichen Worte vor, das ist die klinische Hülle, und Sprachen sind dann Teilmengen dieser klinischen Hülle. Und damit haben wir die Büchse der Pandora für uns schon geöffnet, haben das ganze Problem erzeugt, mit dem wir uns dann den ganzen Rest des Semesters und eigentlich für immer rumschlagen müssen. Das war uns damals noch nicht klar. Das werden wir aber dann später, wenn wir zum zweiten Teil der Vorlesung kommen, merken. Denn was wir hier tun, ist, wir konstruieren eine abzählbare Menge und dann konstruieren wir Teilmengen aus dieser abzählbaren Menge. Und wir haben später gemerkt, dass das eine überabzählbare Menge produziert und dass das die Krux hinter der ganzen Idee von formaler, automatisierter vielleicht Mathematik ist. Das war uns aber noch nicht klar in der allerersten Vorlesung, deswegen haben wir uns zunächst mal ganz recht naiv, und da folgen wir der Entwicklung der Menschheitsgeschichte in den letzten 150 Jahren, in denen Menschen über diese Maschinen nachdenken, uns versucht, einen möglichst einfachen Computer zu bauen. Das war der endliche Automat. Endliche Automaten sind Konstrukte aus endlich vielen Zuständen, die eine Eingabe der Reihe nach abarbeiten, bis sie am Ende sind der Eingabe. Also ein Wort verarbeiten, Worte sind ja immer endlich lang, und dann am Ende sind sie in einem Zustand, und wenn der Zustand akzeptierend ist, dann akzeptieren sie, und wenn nicht, dann nicht. Wir haben gelernt, dass wir diese Arten von Automaten darstellen können durch diese Zustandsdiagramme, und das ist natürlich eine der ersten konkreten Fähigkeiten, die Sie mit vielleicht vor allem in die Klausur nehmen. Ich glaube, das ist sowas, was man vielleicht nicht so wahnsinnig oft braucht im späteren Leben, aber es ist trotzdem hilfreich, um zu verstehen, wie diese Automaten eigentlich funktionieren. Und dann haben wir diese Diagramme gemalt. Sie haben auch auf den Übungsblättern ganz viele davon konstruiert, haben explizite Übergangsfunktionen geschrieben. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Automaten bestimmte Arten von Problemen lösen können, bestimmte Arten von Entscheidungsproblemen lösen können, nämlich bestimmte Sprachen erkennen können. Diese Sprachen nennen wir reguläre Sprachen. Wir haben gelernt, dass diese regulären Sprachen ganz viele verschiedene tolle Eigenschaften haben. Der Raum der regulären Sprachen ist abgeschlossen unter Komplementbildung, Vereinigung, Schnitt, Differenz, Abschluss, alle möglichen tollen, sagen wir mal, ja, beinahe schon topologischen Eigenschaften dieser Sprachen. Und warum heißen die reguläre Sprachen? Ja, und da haben wir die ersten, sage ich mal, vielleicht etwas handfestere Erkenntnis gehabt. Die sind nämlich äquivalent zu einer ganz anderen Form der Darstellung von Mustern,
nämlich den regulären Ausdrücken. Also zumindest auf den ersten Blick anderen Formen der Darstellung von Mustern, denn im Endeffekt stellt sich raus, die sind genau äquivalent zueinander. Diese regulären Ausdrücke, die kennen Sie von Ihren Computern. Die stammen von Stephen Kleen und die haben wir einmal definiert. Die sind so schön rekursiv oder iterativ definiert durch elementare reguläre Ausdrücke, alle Buchstaben und das leere Wort und die leere Sprache und dann Vereinigung, Verkettung und Abschluss. Und daraus kann man dann lauter interessante Sprachen konstruieren. Und hier haben wir zum ersten Mal so eine vielleicht überraschende Erkenntnis gehabt, nämlich dass diese zwei scheinbar sehr unterschiedlichen mentalen Bilder, einerseits von so einer Maschine, so einer Waschmaschine mit so einem Rädchen dran, die irgendwie ihre Zustände ändert, und andererseits diese formalen, eher schon grammatikalischen, kryptischen Ausdrücke, die Sie als Regular Expressions kennen, dass die genau die gleiche Menge an Problemen adressieren oder lösen können. Und das hat uns vielleicht einen ersten Einblick darüber gegeben, dass diese endlichen Automaten, wie der Name vielleicht schon sagt, nicht so ganz der Weisheit letzter Schluss sind, sondern dass diese endlichen Automaten gewisse Schwächen haben. Sie sind nämlich eben endlich, und das heißt nicht, dass die Sprachen, die Sie erkennen, alle endlich sind. Es gibt durchaus reguläre Sprachen, die unendlich viele Worte enthalten. Aber die endlichen Automaten können doch nur, wenn Sie so wollen, Muster erkennen, die eine Art von endlicher Komplexität haben. Und das haben wir versucht zu formalisieren und sind dabei auf das Pumping-Lemma gestoßen. Das Pumping-Lemma ist zwar auf den ersten Blick eine etwas kryptische Formulierung, betrifft aber relativ genau das, was wir meinen, wenn wir sagen, dass diese endlichen Automaten irgendwie nur endlich mächtig sind. Sie sagt nämlich, dass alle regulären Sprachen die Eigenschaft haben, dass die Muster, die darin auftauchen, zwar unendlich oft wiederholt werden können, die Muster aber selber immer endlich sind, dass sie nämlich die Form haben von so einem gepumpten Ausdruck in der Mitte irgendwo drin. Und es gibt sogar, das ist übrigens eine notwendige Eigenschaft von regulären Sprachen, richtig rum, ja, notwendig. Das heißt, alle regulären Sprachen haben diese Eigenschaft, aber wir können das nur benutzen, nicht um zu zeigen, dass eine Sprache regulär ist, sondern um zu zeigen, wir benutzen es, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist, indem wir zeigen, dass sie nicht pumpbar ist. Quasi genau andersrum, dass sie eben nicht diese Eigenschaft hat. Dann entsteht natürlich gleich die Frage, ja, gibt es denn auch eine notwendige und hinreichende Beschreibung von regulären Sprachen? Und tatsächlich existiert die, das ist dieses Theorem von Michael Nerode, das noch ein bisschen schwieriger intuitiv zu greifen ist als das Pumping-Lemma, aber eben auch eine präzisere Aussage ist. Das ist nämlich, sagt, dass reguläre Sprachen genau die Eigenschaft haben, dass sie in endlich viele Äquivalenzklassen unter dieser Michael-Nerode-Kongruenz zerfallen. Und das ist nicht nur eine so theoretische Einsicht, sondern es ist sogar eine, die sich direkt übersetzt in eine praktische Aussage über diese endlichen Automaten, nämlich dass es für diese endlichen Automaten immer einen Algorithmus gibt, der sie minimiert, der einen kleinsten endlichen Automaten baut, der am wenigsten Zustände hat und die gleiche Sprache erkennt. Diese Art von Konstruktion ist übrigens sehr viel schwieriger für mächtigere Automatenklassen. Ja, und das war vielleicht der Abschluss von den endlichen Automaten. Wir haben also gemerkt, das ist eine Klasse ein Berechnungsmodell, eine Klasse an Automaten, ja, die sehr gut verständlich sind, aber eben auch sehr beschränkt in ihren Fähigkeiten. Wir können so ziemlich alles wissen, was wir wissen wollen über einen endlichen Automaten. Wir können ihn sehr gut analysieren, wir können entscheiden, welche Sprache er erkennt und ob seine Sprache bestimmte Worte enthält, ob die Sprache leer ist, ob sie endlich ist und so weiter und so weiter. Wir können zwei endliche Automaten aufeinander abbilden. Sie haben auch vielleicht während der Übungsaufgaben gesehen, es gibt sogar Webseiten, da können Sie zwei reguläre Ausdrücke eingeben und dann werden die aufgeräumt, miteinander verglichen, es wird getestet, ob die identisch sind zueinander, also äquivalent. Sie werden reduziert, minimiert auf den kleinsten regulären Ausdruck. Das sind alles Schritte, die natürlich sehr hilfreich sind für die Konstruktion von eleganten Ausdrücken, die aber leider
direkt ein Effekt dieser Endlichkeit der Automaten sind und die sehr viel schwieriger zu verallgemeinern sind auf mächtigere Rechenkonzepte. Wie würden denn solche mächtigeren Rechenkonzepte aussehen? Und da haben wir jetzt an dem Punkt in der Vorlesung so einen Abzweig genommen und sind zu einem fast schon einem ganz anderen parallelen Thread der Philosophie rüber gewechselt, nämlich zu den formalen Sprachen. Da haben wir Noam Chomsky kennengelernt und seine Hierarchie der formalen Sprachen und gemerkt, dass diese endlichen Automaten einer Form von Ausdruck entsprechen, nämlich den regulären Ausdrücken, die zum Typ 3 gehören, also dem beschränktesten, innersten Klasse an Grammatiken. Und dass die beschreibbar sind durch diese Idee einer Grammatik. Grammatiken sind diese Produktionsregeln. Hier ist wieder eine ganz andere Art darüber nachzudenken, wie man eine Sprache konstruiert. Eine, die linguistisch motiviert ist, die auf viel näher an dem ist, was Sie aus der Schule kennen für natürliche Sprache, für die Konstruktion von Sätzen mit grammatikalischen Regeln, Subjekt, Prädikat, Adjektiv, Adverb und so weiter. Die also, sagen wir mal, andersrum konstruiert sind, nämlich als Baum, der von oben anfängt mit einer Wurzel, die heißt Start, und daraus dann Variablen erzeugt, bis wir bei Terminalen ankommen. Wir schreiben sie mit diesen Übergangsregeln hier unten steht, wie man dann dazu eine Sprache erzeugt. Also mehr oder weniger quasi andersrum definiert. Ja, für Automaten haben wir, Sie geben mir ein Wort, der Automat verarbeitet dieses Wort und geht am Ende in einen Zustand über und sagt ja oder nein. Die Definition von Grammatiken ist quasi genau andersrum. Wie erzeugen wir Worte, die zur Sprache gehören? Ja, wir fangen oben an mit der Startvariable, wenden dann Übergangsregeln an, bis wir bei Terminalen ankommen und sagen wir, das ist ein Wort. Und alle Worte, die sich so generieren lassen, die bilden die Sprache. Und innerhalb dieser Produktion durch Grammatik, dieses Formalismus von Grammatiken, können wir diese vier verschiedenen Typen konstruieren. Typ 3 kennen wir schon, das sind die regulären Grammatiken. Typ 2 ist eine Aufweichung dieser Regeln, die sagt, wir schränken nur ein, dass auf der linken Seite einer Produktionsregel nur eine Variable steht, eine einzige. Deswegen heißen diese Grammatiken kontextfrei, weil sie jede einzelne Variable ersetzen, egal was links und rechts davon der Variable steht, egal was der Kontext der Variable ist, und dann produzieren. Mit denen haben wir uns dann noch eine Weile beschäftigt, über die rede ich auch gleich noch, aber zu dem Zeitpunkt können wir auch noch kurz wahrnehmen, dass es da auch noch Typ 1 und Typ 0 gibt. Und Sie fragen sich vielleicht, was war denn eigentlich nochmal Typ 1? Das kam mir so nicht so richtig vor. Darüber haben wir in der Vorlesung fast gar nicht geredet, weil die zugehörigen Automaten ein Subtyp sind von dem zu Typ 0. Kurze Check, wer weiß noch, welche Automatenklasse zu Typ 0 gehört? Die Turing-Maschinen. Ja, also falls Sie verwirrt sind, die Turing-Maschinen sind genau die Automaten, die Typ 0-Sprachen erkennen. Und ich habe irgendwann mal am Rande kurz erwähnt, ist aber nicht so wahnsinnig wichtig, aber für die, die es interessiert, die Typ-1-Sprachen, das sind die, wo der linke, das sind kontextsensitive Grammatiken, das sind also Produktionsregeln, wo auf der linken Seite mehrere Variablen stehen können, aber die Eigenschaft haben, dass das, was links steht, immer kürzer ist als das, was rechts steht. Die gehören zu einer Klasse Automat, die heißen linear beschränkte Automaten, linearly bounded automata. Und die vereinfacht können Sie sich vorstellen, das sind einfach Turing-Maschinen, deren Band genauso lang ist wie die Eingabe. Die also ein endliches Band haben. Und die heißen linear beschränkt. Warum? Ja, also erstmal, man möchte eigentlich sagen, das ist eine Turing-Maschine, die einfach nur wo das Band links und rechts ein Ende hat und die fangen an mit einem Band, das genauso lang ist wie ihre Eingabe. Und dann operieren sie auf diesem Band. Und Sie erinnern sich, bei den Turing-Maschinen gab es da diesen ganzen Trick mit dem Mehrband und dass Mehrband-Turing-Maschinen irgendwie äquivalent sind zu Einband-Turing-Maschinen. Und genau mit dieser Idee kann man diese Turing-Maschine mit einem Band, auf dem nur die Eingabe steht, etwas aufweichen und sagen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Turing-Maschine, die zwar ein Band hat, auf dem die Eingabe steht, aber sie hat von diesem Band hat sie nicht eins, sondern K-Bänder und K ist eine Konstante. Dann hat sie insgesamt Speicherplatz, der ist K mal die Länge der Eingabe und deswegen ist er linear beschränkt durch die Länge der Eingabe. Daher linear beschränkte Automaten. Und diese Automaten haben ein paar interessante Eigenschaften, die aber uns zu weit geführt hätten. Und das war einer der Punkte, wo ich entschieden habe in der Vorlesung, darüber reden wir jetzt einfach mal nicht mehr. Es gab noch viele andere, vielleicht mal nur einer zum darauf hinweisen.
Kommen wir aber zurück zu diesem Typ 2, denn mit dem haben wir uns noch eine Weile beschäftigt in der Phase 1 der Vorlesung. Wir haben nämlich dann gefragt, okay, Typ 3 kennen wir jetzt, das gehört zu den regulären Ausdrücken und den endlichen Automaten. Was sind denn die Automaten, was ist denn die Automatenklasse, die zu Typ 2 gehört? Weiß es noch jemand? Kellerautomaten. Kellerautomaten, genau. Kellerautomaten sind eine erste Verallgemeinerung von endlichen Automaten. Es sind nämlich endliche Automaten, also alles wie vorher, plus ein neues Objekt, das hier in der Übergangsfunktion als dritte Eingabe zur Übergangsfunktion auftaucht und das wir als eine Art Speicher uns vorstellen, der den Charakter eines Stacks hat, den man auch Keller nennt. Sie erinnern sich an das Bild mit dem Tellersammler in der Mensa, wo man immer einen Teller oben drauflegen kann und man kann immer den obersten Teller runternehmen, aber die Teller weiter unten, auf die kommt man nicht drauf. Also eine Art von Speicher, die einen sehr lokalen Charakter hat, den man also wo Lesen und Schreiben miteinander direkt verknüpft sind. Das ist also immer das, was man liest, danach weg ist, dadurch, dass man es runtergenommen hat. Und man nicht Sachen wegschieben kann, dann später auf sie bei ihnen nachgucken, ohne dass man das, was davor steht, verliert. Ja, das ist offensichtlich eine gewisse Einschränkung dafür, wie diese Art von Speicher funktioniert. Wichtig ist, dass diese Kellerautomaten, die wir da definiert haben, dass das nicht deterministische Automaten sind. Wir haben schon bei den endlichen Automaten uns mit Nichtdeterminismus beschäftigt. Nichtdeterminismus sind Übergangsregeln, bei denen die Übergangsfunktion so definiert ist, dass wir nicht einen bestimmten nächstes Paar an Zustand oder Konfiguration des Automaten haben, sondern übergehen in ganze Teilmengen der möglichen Konfigurationen des Automaten. Und wir stellen uns vor, dass wir so einen Automaten haben, der quasi gleichzeitig alle möglichen Pfade ausprobiert, die durch diese Konfigurationsübergänge möglich sind. Und wir haben schon da gemerkt, dass diese Art von Übergangsregel natürlich physikalisch nicht realisierbar ist, weil sie zu einem exponentiellen Wachstum an möglichen Berechnungspfaden führt. Und den können wir in Hardware so nicht reproduzieren. Das ist also eine Art von extrem starkem Parallelismus, den wir so nicht realisieren können. Bei den endlichen Automaten haben wir gemerkt, dass das aber relativ egal ist, weil die Menge an Sprachen, die wir mit den nicht-deterministischen endlichen Automaten erkennen können, genau die gleiche ist, wie die, die die deterministischen endlichen Automaten erkennen können, nämlich die regulären Ausdrücke. Bei den Kellerautomaten war es zum ersten Mal nicht so. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass das zu einer ziemlichen Herausforderung wird. Haben nämlich gefragt, was wäre denn eigentlich die Entsprechung an Grammatik zu einem deterministischen Kellerautomaten? Das wäre eine deterministische, kontextfreie Grammatik. Eine, bei der immer klar ist, in welchen nächsten Zustand der Automat übergehen muss. Und da gab es eine Vorlesung, die hat, glaube ich, einigen von Ihnen Kopfschmerzen gemacht, aber wir haben ja gemerkt, dass diese Art von Grammatik sehr schwer nur zu charakterisieren sind. Es ist gar nicht so einfach hinzuschreiben, wie eine deterministisch-kontextfreie Grammatik aussieht. Wir können das nur auf diese relativ abstrakte Art und Weise, dass wir nämlich sagen, dass das Grammatiken sind, die die Eigenschaft haben, dass jeder valide String einen forced handle hat. Dass man also immer, wenn man ein Wort, das aus dieser Grammatik produziert wurde, und man von links nach rechts durch diesen Ausdruck durchgeht, immer weiß, zu jedem Zeitpunkt, aus welcher Übergangsregel der produziert wurde. Und das kann, ohne dass man vorausblicken muss in die danach folgenden weiteren Ausdrücke. Dass man also nur von links nach rechts durch einen String durchgehen kann und den dabei reduzieren kann, auf den, den Parsebaum zu generieren, der den String produziert hat. Ich weiß, dass diese Vorlesung ein bisschen left field war. Vielleicht trotzdem nur kurz zur Erinnerung, diese Art von Struktur hat leider vielleicht eine hohe praktische Relevanz. Die wird nämlich verwendet bei der Konstruktion von Parsern für Grammatiken. Wir könnten auch etwas selbstbewusster sagen, von Compilern. Ja, also Vorlesungen in anderen Universitäten, die Compilerbau heißen, beschäftigen sich zu großen Teilen mit genau dieser Struktur. Also der Konstruktion von solchen deterministischen Kellerautomaten, die
in einem linearen Pfad typischerweise durch einen Ausdruck entscheiden können, wie er erzeugt wurde von einer deterministisch kontextfreien Grammatik. Dazu muss man zuerst testen, ob eine gegebene Grammatik, kontextfreie Grammatik tatsächlich deterministisch ist. Und wir haben gesehen, dass das geht, interessanterweise, mit einem ganz bestimmten endlichen Automaten. Und dieser endliche Automat, der heißt DK, für deterministisch K, oder für Donald Knuth, den Autor dieses endlichen Automaten. Und diesen endlichen Automaten kann man benutzen, wenn man so will, als ein Bauteil in dem deterministischen Keller Automaten, der die Sprache parst. Und so ein daraus entstehender deterministischer Kellerautomat, der heißt dann Parser, und der heißt, wenn er diesen DK-Test benutzt, LR-Parser, LR0-Parser oder LRK-Parser, wenn er eine Verallgemeinerung davon ist, die in jedem Schritt immer K-Ausdrücke nach vorne gucken darf. Und der heißt LR, warum? Weil er von links nach rechts durch den Ausdruck durchgeht, aber das R steht nicht für von links nach rechts, sondern er geht von links nach rechts durch und bereitet dabei eine Rechtsableitung der Grammatik vor. Das heißt, er erzeugt einen Parsbaum, den man so lesen kann, dass immer von rechts nach links Regeln angewendet werden. Und diese Art von Parsern bilden die kanonische Struktur der Algorithmen, die Sie kennen aus Ihren IDEs, die für Sie Font-Highlighting machen, die für Sie Programmiersprachen übersetzen in Maschinencode als ersten Schritt der Kompilierung, wenn Sie so wollen. Und diese Parser heißen Shift-Reduce-Parser, weil sie immer aus dem Auslesen eines bestimmten Strings bestehen, der dann reduziert wird auf eine Variable in der Grammatik. Das war so ein bisschen ein Abzweig, und ich weiß, dass diese Vorlesung ein bisschen nervig war und schwer zu verstehen. Und ehrlich gesagt, da kann man auch nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Ich hoffe, dass Sie trotzdem mitnehmen, dass diese Thematik natürlich schon spannend ist, weil sie eben sehr konkret diese Algorithmen konstruiert, die man braucht, um Programmcode parsen zu können. Und groß anders geht es eben einfach nicht. Ja, diese Aufgabe, formale Sprachen zu lesen, ist einfach extrem strukturiert, extrem kompliziert, und sie braucht genau diese Struktur. Und sie ist außerdem tolles Beispiel dafür, warum Kellerautomaten tatsächlich relevant sind und nicht einfach nur irgendwie so ein komischer Zwischenschritt zwischen dem endlichen Automat und dem, was da oben drüber steht, den Typ 0, der Maschine für die Typ 0 Sprachen. Das ist nämlich die bereits erwähnte Turing-Maschine. Und die haben wir dann am Ende dieses Abschnitts über Automaten als die mächtigste Automatenklasse kennengelernt. Turing-Maschinen haben diese tolle, bildhafte Beschreibung, die noch von Alan Turing selber stammt, von einem Automaten, der endlich viele Zustände hat und der zusätzlich zu diesen endlich vielen Zuständen, also zu diesem Rädchen mit den Zuständen, noch eine besondere Form oder eine allgemeine Form von Speicher hat. Und dieser Speicher besteht aus einem Band, das für unsere Zwecke reicht es aus, zu sagen, an einem Ende unendlich offen ist und verarbeitet wird durch einen Schreiblesekopf, der zu jedem Zeitpunkt der Rechnung des Automaten immer nur an genau einer Stelle auf dem Band steht, immer nur genau ein Symbol liest, und dann einen Übergang macht, also den Zustand verändert, den Inhalt der Zelle auf dem Band, wo der Leseschreibkopf gerade steht, verändert, ein neues einzelnes Symbol darauf schreibt und dann den Kopf entweder nach links oder nach rechts verschiebt, um einen Schritt. Ich zähle das nochmal so auf, um nochmal zu betonen, wie elementar diese Rechnung eigentlich ist. Ja, wir schreiben nicht ganze Strings aufs Band, sondern immer nur einzelne Zeichen. Wir fahren nicht an beliebige Punkte auf dem Band, wir fahren immer nur nach links und rechts. Und wir verändern immer nur den Zustand und den einen Eintrag auf dem Band. Zwei Dinge. Das heißt, wir können diesen Turing-Automat beschreiben, die Turing-Maschine durch eine Übergangsfunktion von diesem Typ. Er hat zwei Eingaben, wobei jede davon aus einer endlichen Menge kommt. Und dann drei Ausgaben, die auch jeweils aus einer endlichen Menge kommen. Also ein sehr kompaktes Objekt. Und natürlich haben wir dann schnell gemerkt, dass wir da allerlei Verallgemeinerungen uns vorstellen können mit Bändern, die nach beiden Seiten offen sind, endlich vielen Bändern, die Möglichkeit, bestimmte Anzahl Schritte nach links und rechts zu fahren, Adressen im Speicher anzufahren und so weiter und so weiter, die Möglichkeit, den Lesekopf stehen zu lassen zum Beispiel zwischen zwei Rechenschritten und so weiter, und die alle verändern nichts daran,
welche Art von Sprachen diese Maschinen erkennen können oder nicht erkennen können. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig. Und wir können uns auf diese sehr einfache, kompakte Beschreibung konzentrieren, weil sie eben viele Beweise einfacher macht. Da müssen wir nicht so viel beschreiben. Und wie rechnet so eine Maschine? Ja, die ist zu jedem Zeitpunkt in so einer Konfiguration. Die Konfiguration besteht aus dem, was auf dem Band steht und dem Zustand der Maschine im Moment und der Position des Schreiblesekopfes. Und dann können wir den Ablauf, den Wechsel von Konfigurationen von einer in die andere, die durch die Übergangsfunktion definiert werden, können wir benutzen, um Berechnungen von diesen Turing-Maschinen zu definieren. Und da taucht dann zum ersten Mal so etwas Überraschendes auf, nämlich, dass die Rechnungen von Turing-Maschinen etwas komplizierter in der Natur sind als das, was wir von den endlichen Automaten und den Kellerautomaten kennen. Nämlich, dass Turing-Maschinen quasi drei verschiedene Sachen machen können. Sie können, während sie auf dem Band arbeiten und da Sachen hin und her schreiben und umverändern, entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt in den sogenannten akzeptierenden Zustand übergehen, dann geben Sie eine Ausgabe Ja, oder Sie können in den verwerfenden Zustand übergehen, dann geben Sie die Ausgabe Nein aus, oder Sie können einfach für immer weiter rechnen und immer weiter neue Dinge aufs Band schreiben. Und als wir zu dem in der Vorlesung an diesem Punkt kamen, wo wir über diese nicht haltenden Rechnungen geredet haben, da schien das vielleicht erstmal wie so ein nerviger Quirk, ja, von den Turing-Maschinen, wo man sich fragt, das müssen wir vielleicht eigentlich gar nicht, kann man vielleicht irgendwie verhindern, ja, oder warum macht man das so? Ist ein bisschen nervig. Aber festgestellt zu einem späteren Zeitpunkt, dass das eine durchaus fundamentale, wichtige Eigenschaft der Turing-Maschinen ist, die sie echt mächtiger macht als Maschinen, die diese Eigenschaft eben nicht haben, die uns aber auch lauter Kopfschmerzen bereitet, weil sie nämlich bestimmte Eigenschaften von Turing-Maschinen nicht berechenbar macht. Dazu habe ich auch mal diese Slide hier. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass eine Turing-Maschine die Eigenschaft hat, dass sie immer anhält. Solche Turing-Maschinen nennen wir Entscheider. Die haben also die Eigenschaft, dass sie für alle Worte, die nicht in der Sprache sind, auch trotzdem anhalten auf dem verwerfenden Zustand. Und diese dritte Möglichkeit, dass die Maschine eben auf Worten, die nicht in der Sprache sind, nicht notwendigerweise anhält. Sprachen, die diese Eigenschaften haben, die nennen wir rekursiv aufzählbar oder semi-entscheidbar. Und offensichtlich gehören die entscheidbaren Sprachen zu einer Teilmenge dieser rekursiv aufzählbaren Sprachen. Und diese entscheidbaren Sprachen nennen wir rekursiv. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils der Vorlesung und kommen zum zweiten Teil, zur Berechenbarkeit. Denn es drängt sich natürlich jetzt direkt die Frage auf, diese Automaten, die wir da gebaut haben, diese Turing-Maschinen, von denen wir den Eindruck haben, dass sie zumindest mal für den ersten Schritt das Mächtigste sind, was uns so einfällt an Berechnungsmetapher. Was können die denn eigentlich rechnen? Und da haben wir zu Beginn dieses Teils der Vorlesung, Vorlesung 10, zunächst mal einen sehr wichtigen ersten Schritt gemacht, der sich im Nachhinein als extrem mächtige Idee herausgestellt hat, nämlich die Erkenntnis, dass wir alle möglichen Turing-Maschinen auf einer einzigen Turing-Maschine realisieren können. Und der Schritt dahin besteht aus zwei Teilschritten. Der erste ist, dass wir bemerkt haben, dass die Metapher der Turing-Maschine, so wie sie gerade da auf der Slide stand, mächtig genug ist, um das Siebentupel, das eine Turing-Maschine darstellt, selbst als als Eingabe für eine andere Turing-Maschine zu kodieren. Dazu haben wir in Vorlesung 10 eine Möglichkeit, so einen Code zu produzieren, definiert. Es war eine sehr didaktische Art, diesen Code zu definieren, also keine besonders effiziente. Ja, der Code, den wir da gefunden haben, der war sehr lang, hat viel, sehr verschwenderisch mit Bits umgegangen. Ja, aber er hatte die interessante Eigenschaft, dass er präfixfrei war, dass also es möglich ist, einen Code, der eine Turing-Maschine beschreibt, einzulesen und zu jedem, während man sie einliest, erstens zu testen, ob er ein valider Code ist und zweitens zu merken, wenn die Beschreibung des Codes zu Ende ist und der Beginn der Beschreibung der Eingabe der Turing-Maschine, die durch den Code definiert wird, beginnt. Solche Arten von Codierungen nennen wir Gödelisierung. Hier steht nochmal die genaue Definition dazu.
Und was diese Gödelisierung uns erlauben, ist das Abbilden von Turing-Maschinen auf eine natürliche Zahl, nämlich einen Code, der die Maschine beschreibt. Das ist einerseits eine mathematische Idee, die sich gleich als sehr mächtig herausstellen wird, das ist andererseits aber auch eine sehr konkrete, praktische, wahnsinnig hilfreiche Idee. Sie führt nämlich ganz direkt zum Konzept einer Programmiersprache, dem, was Sie für Ihre Computer benutzen und der Grund ist, warum Sie alle nur einen Laptop besitzen und nicht abzählbar unendlich viele für all die Aufgaben, die Sie lösen wollen mit den Computern. Und diese eine Turing-Maschine, um so einen Code zu verarbeiten, brauchen wir eine Turing-Maschine, die weiß, wie sie diese Codes verarbeitet und dann die durch den Code definierte Turing-Maschine simuliert. Und diese Turing-Maschine heißt universelle Turing-Maschine. Zuerst mal haben wir gesehen, dass wir diese universelle Turing-Maschine tatsächlich bauen können. Wir haben uns so eine abstrakte Idee gebaut davon, wie diese Turing-Maschine funktioniert. Ja, so drei Bänder auf dem ersten Band, passiert das, was eigentlich simuliert werden soll, das ist das Simulationsband. Das zweite Band ist der Programmcode-Speicher. Das ist so quasi so ein privilegierter Teil des Speichers, wo wir für immer drauf speichern, wie die Turing-Maschine, die wir simulieren sollen, funktionieren soll. Und Band 3 ist eine Darstellung des Zustands der simulierten Turing-Maschine. Und dann kann man da so drauf laufen und es geht tatsächlich, dass wir also beliebige Beschreibungen von Turing-Maschinen, also von diesen 7 Tupeln, die vorher auf den Slides waren, übersetzen in einen Programmcode, der auf dieser universellen Turing-Maschine läuft. Das war ungefähr die Hälfte von Vorlesung 10 oder kurz vor Ende. Und dann kann man sich vielleicht erstmal noch denken, gut, das klingt so ein bisschen sehr abstrakt, ja, das ist irgendwo, kann man da im luftleeren Raum irgendwie vielleicht konstruieren. Aber es stellt sich raus, dass diese universellen Turing-Maschinen tatsächlich sehr, sehr greifbar sind. Nicht nur haben Sie, manche von Ihnen, eine vor sich stehen oder wahrscheinlich haben Sie fast alle noch eine in der Hosentasche, sondern man kann die sogar sehr kompakt bauen. Wir haben dann über diesen ukrainischen Informatiker Yuri Rogozin gesprochen, der diese sehr kompakten, kleinsten universellen Turing-Maschinen gesucht und gefunden hat und unter anderem diese universelle Turing-Maschine mit 4 Zuständen und 6 Symbolen, 4 Zuständen und 6 Symbolen, genau, gefunden hat, die man so auf so einer Scheckkarte darstellen kann. Universelle Turing-Maschinen sind also nichts Kompliziertes. Und das ist wirklich, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, muss das einem richtig schockieren. Das ist eine extrem kompakte Darstellung einer Rechenmaschine gibt, die alle Rechnungen durchführen kann, über die wir überhaupt nachdenken können in unserem formalen Konzept von Rechnung. Alle. Selbst diese extrem komplizierten Funktionen und Entscheidungsprobleme, über die wir dann im Folge noch gesprochen haben. Es ist zum Beispiel auch interessant, diese Art, ich meine, das sieht so ein bisschen nach so einem Partytrick aus, ja? Aber es hat natürlich sehr interessante, relevante Eigenschaften, wenn Sie zum Beispiel drüber nachdenken möchten, ob Sie ein neues Hardware-Paradigma finden können. Weiß nicht, vielleicht sind Sie irgendwie in der Bioinformatik oder überlegen sich, ob man aus DNA auch universelle Turing-Maschinen bauen kann. Oder aus irgendwelchen Kristallen auf 2 oder 3D irgendwie gedruckten Oberflächen. Dann ist es natürlich hilfreich zu wissen, dass es eine sehr kompakte Darstellung gibt für universelle Turing-Maschinen. Wenn Sie zum Beispiel aus DNA einen Computer bauen müssen, einen universellen Computer, dann wissen Sie jetzt, es reicht, wenn ich 4 Zustände meines Automaten baue und 6 Symbole, ja, oder irgendwelche anderen Kombinationen da vorne, hier sind sie. Ja. Gehen auch 2 Zustände und 18 Symbole und so. Okay, aber es führt zu weit, weiter darüber zu reden. Das war der praktische Teil, aber auf dem Weg zur Gödelisierung habe ich gesagt, das ist auch noch ein anderer interessanter Aspekt, nämlich diese mathematische Einsicht, dass durch die Gödelisierung, also durch die Konstruktion eines Programmcodes für die universelle Turing-Maschine, wir auch quasi im Vorbeilaufen eine Abbildung gefunden haben von der Menge aller Turing-Maschinen, also aller Programmcodes der Turing-Maschinen, auf natürliche Zahlen. Und das heißt, plötzlich öffnet sich ein Pfad für Sie vorwärts in Ihrem Kopf zurück zur Vorlesung, was ist das, Mathematik 1 für Informatiker und Informatikerinnen, über natürliche Zahlen. Und da erinnern Sie sich, diese natürlichen Zahlen eine abzählbare Menge sind, dass sie die Definition einer abzählbaren Menge sogar sind, oder in der Definition einer abzählbaren Menge vorkommen, dass Sie da diesen Vergleich haben, zwischen oder diese Charakterisierung von Mengen in endliche Mengen, abzählbar unendliche Mengen und überabzählbar unendliche Mengen.
Und das war vielleicht irgendwie im ersten Semester so eine nette Geschichte, so kennt man irgendwie aus der Schule. Und aha, gibt es so Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, das kennen die Grundschüler. Und dann gibt es da so die rationalen Zahlen. Ach, große Überraschung, die rationalen Zahlen sind ja so wie die natürlichen Zahlen, sind auch abzählbar. Und dann gibt es die reellen Zahlen, die sind anders, die sind überabzählbar. Aha, aha, alles ganz interessant. Was ist daran so wichtig? Ha, jetzt plötzlich wird uns klar, warum das wichtig ist. Denn diese beiden Mengen, mit denen wir arbeiten, einerseits die klinische drei Mengen, Alphabet, klinische Hülle, Sprache, die sind genau Instanzen dieser Hierarchie. Das Alphabet ist endlich, die klinische Hülle ist abzählbar, die Menge der Sprachen ist überabzählbar. Und weil wir jetzt gerade eben gemerkt haben, also da gibt es dieses hier, Cantor, ja, das Theorem von Cantor, dass die Potenzmenge einer abzählbaren Menge ist immer überabzählbar. Und Cantor hat auch gleich da die Beweistechnik dazu geliefert, das ist die Diagonalisierung, dieses Diagonalisierungsargument, das zweite Diagonalisierungsargument. Und warum ist das jetzt relevant? Ja, das ist quasi die Ursünde der diskretisierten Mathematik, weil wir gerade eben gemerkt haben, dass die Menge aller Turing-Maschinen, die Menge aller Programmcodes, die wir der universellen Turing-Maschine geben können, auch abzählbar ist. Und wenn die Menge der Sprachen, für die wir uns interessieren, überabzählbar ist, die Menge der Turing-Maschinen aber abzählbar ist, dann heißt das, dass es in der Menge der Sprachen überabzählbar viele Sprachen geben muss, für die wir keine Turing-Maschine haben. Dass es also sehr, sehr viele Dinge geben muss, die wir nicht berechnen können. Sehr, sehr viele Entscheidungsprobleme geben muss, die wir nicht entscheiden können mit Turing-Maschinen. Und wir haben auch gleich dann das kanonische Beispiel dafür gefunden, nämlich das Halteproblem. Da ist wieder das Problem mit den Turing-Maschinen, die drei Dinge können, nämlich akzeptieren, verwerfen und weder noch, einfach immer weiterlaufen. Und die Frage danach, ob eine Turing-Maschine, die kodiert ist durch eine Gödel-Nummer, eine bestimmte Eingabe W, die man ihr gibt, eigentlich akzeptiert oder ob sie auf der nicht akzeptiert, also entweder verwirft oder hält. Das ist eine Art, das zu formulieren. Wir haben dann sofort gemerkt, gleich in der nächsten Vorlesung, dass wir da viele verschiedene andere Varianten finden können. Wir können das auch formulieren als, wird eine gegebene Turing-Maschine auf einer gegebenen Eingabe halten oder nicht halten? Wird eine gegebene Turing-Maschine auf dem leeren Band halten oder nicht halten und so weiter und so weiter? Das sind alles Varianten der gleichen Frage. Und wir haben gesehen, dass wir für alle diese Probleme im Prinzip dieses Diagonalargument von Cantor nutzen können, dass wir nämlich die Menge aller Turing-Maschinen und die Menge aller Gödel-Nummern aller Turing-Maschinen nebeneinander in so eine Tabelle schreiben können. Und dann können wir uns fragen, können wir diese Tabelle ausfüllen mit Werten einer binären Funktion, also die uns beantwortet, ob eine gegebene Turing-Maschine auf einer gegebenen Eingabe, auf einer gegebenen Eingabe jeweils akzeptieren oder verwerfen wird oder halten wird oder nicht halten wird, was auch immer die Funktion ist, die uns da interessiert, diese Eigenschaft der Turing-Maschine. Und dann können wir uns die Diagonale dieser Tabelle angucken und sie umdrehen, also hier so eine Gegenmaschine bauen, die immer genau das Gegenteil macht von der, und dann feststellen, dass diese Maschine notwendigerweise nicht in dieser Liste auftauchen kann. Denn wenn sie das wäre, wenn sie auftauchen würde, dann können wir durch die Tabelle durchgehen, oder wenn wir annehmen, dass sie auftauchen würde, könnten wir uns überzeugen, dass sie nicht drin ist in der Tabelle, indem wir der Reihe nach durch diese Diagonaleinträge durchgehen und merken, dass sie sich an mindestens einer Stelle anders verhält, als dass jede Turing-Maschine, die in der Tabelle steht. Und damit wissen wir, das ist ein Beispiel für eine Sprache, was auch immer die Funktion ist, die diese binäre Tabelle hier ausfüllen soll, die wir nicht durch eine Turing-Maschine realisieren können. Das Halteproblem auf leerem Band, dieses Akzeptiert-Problem, ATM der universellen Turing-Maschine und so weiter. Und diese Einsicht, die habe ich dann da in so einem verwirrenden Slide zusammengefasst, das ich immer wieder gerne zeige, weil es am Ende diese fast schon zungenbrecherartigen Antworten liefert. Und ich werde sie gar nicht nochmal vorlesen, oder vielleicht sage ich nur quasi, um welche Konzepte es geht.
Ich habe dieses Slide wieder hier eingebaut, weil ich tatsächlich glaube, nachdem ich das erste Mal, wo ich dieses Slide gemacht habe, habe ich gedacht, das verwirrt die Leute nur. Und dann habe ich gemerkt, dass während ich es aufgeschrieben habe, dass ich selber so lange drüber nachdenken musste, was ich da hinschreibe, dass ich dabei was verstanden habe. Deswegen kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie für sich selber testen wollen, ob Sie verstanden haben, was der Unterschied ist zwischen abzählbar, endlich abzählbar, überabzählbar, der Länge nach aufzählbar, rekursiv abzählbar aufzählbar, dann lesen Sie dieses Slide nochmal durch und schauen Sie, ob Sie inzwischen verstehen, warum die Sätze da stehen. Vor allem die roten Sätze da unten, ob Sie wissen, was die bedeuten. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie wahrscheinlich ganz gut verstanden, wo das alles herkommt oder was das alles bedeutet. Die tiefe Einsicht dahinter ist, es gibt nur abzählbar viele Turing-Maschinen. Und dass das so ist, ist auch fundamental notwendig für uns, weil wir sie auf einer Turing-Maschine simulieren können wollen. Und die Konfigurationen, durch die die Turing-Maschine durchgeht, während sie rechnet, die erzeugen per Definition eine abzählbare Menge. Ja, die Schritte der Turing-Maschine sind Zählschritte. Sie macht in jedem Schritt genau eine diskrete Veränderung. Deswegen kann so eine Maschine, wie sie vor Ihnen steht, nur mit abzählbar unendlichen Räumen an Eingaben umgehen. Es gibt aber überabzählbar viele Muster über der klinischen Hülle. Und deswegen muss es fundamental Probleme geben, die nicht entscheidbar sind. Dann haben wir uns diesen Raum dieser Probleme mal ein bisschen angeguckt und uns gefragt, was für eine Struktur der hat. Es war ein erstes Auftreten von diesen Komplementstrukturen. Wir haben gesehen, dass es also die klinische Hülle gibt, das ist die schwarze Box hier außenrum. Sorry, die klinische Hülle. Die Potenzmenge der klinischen Hülle, die Menge aller Muster, ist diese schwarze Box. Das ist vielleicht die Menge alle Muster. Und da drin liegen zum einen die Sprachen, die durch Turing-Maschinen entschieden werden können, die heißen R. Und dann gibt es die Sprachen, die von Turing-Maschinen rekursiv aufzählbar sind. Das ist also genau die Menge dieser Sprachen, auf denen gilt, dass wenn ein Wort in der Sprache ist, dass dann die Turing-Maschine immer akzeptiert. Und wenn ein Wort nicht in der Sprache ist, dass sie dann entweder verwirft oder nicht anhält. Und dann ist uns eine erste dazu gehört zum Beispiel diese Art von Halteproblem, die wir gerade eben besprochen haben. Und dann ist uns eine Struktur aufgegangen, die was damit zu tun hat, dass die Definition des Nicht-Akzeptierens diese zwei Möglichkeiten enthält, nämlich verwerfen oder ewig weiterlaufen. Und dass wir die benutzen können, um noch ein bisschen mehr Struktur in diesen Raum aller Probleme reinzubringen. Nämlich indem wir uns Komplementsprachen angucken. Also die Menge aller Sprachen, die die Eigenschaft haben, dass ihr Komplement in RE liegt, in den rekursiv aufzählbaren Sprachen. Diese Menge kann man Co-RE nennen, ja, für die Menge der Komplemente von rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das sind also Sprachen, für die gilt, dass wenn ein Wort in der Sprache ist, dann verwirft die Maschine oder läuft ewig weiter. Und wenn ein Wort nicht in der Sprache ist, dann akzeptiert sie. Oder wir können natürlich das Wort akzeptieren und verwerfen, vertauschen, aber ist egal. Aber es ist auf der einen Seite, auf der die zur Sprache gehört, ist jetzt diese Zweigliedrigkeit, entweder anhalten oder ewig weiterlaufen. Und auf der anderen Seite ist das immer anhalten. Dann haben wir uns überzeugt, dass natürlich, und das ist eigentlich vielleicht das auch recht intuitiv, genau der Schnitt dieser beiden Mengen genau die Menge aller entscheidbaren Sprachen ist. Denn wenn ich beide diese Eigenschaften habe, dann habe ich quasi auf beiden Seiten der Entscheidung eine klare Antwort, also halten. Und damit habe ich genau die haltende Struktur. Und wir haben auch gemerkt, dass es noch Sprachen gibt, die sogar da außen rum liegen. Und dass man da draus sogar so eine Art Hierarchie bauen kann, die so eine Feinstruktur dieser Altstruktur nach außen baut. Okay, eine Sache machen wir noch vor der Pause. Diese Art von Struktur hat uns nämlich geholfen, hat uns einen Weg eröffnet für eine Abkürzung, eine Beweistechnik, die uns erlaubt, Nicht-Entscheidbarkeit von Sprachen zu demonstrieren, ohne das Diagonalargument von Cantor durchzuführen. Dieses Diagonalargument ist ja so ein bisschen langwierig irgendwie, ist auch ein bisschen verwirrend, da muss man diese Tabelle aufstellen und dann das Argument führen. Und wir haben so eine schnelle Abkürzung gefunden in Form der Abbildungsreduktion. Das ist also eine Technik, die besagt, wir
Wir vergleichen zwei Sprachen miteinander, L1, L2, links und rechts, wenn Sie so wollen, ja, und sagen, die eine Sprache ist auf die andere Sprache abbildungsreduzierbar, wenn es eine Turing-berechenbare Funktion gibt. Eine Turing-berechenbare Funktion ist eine Funktion, die durch eine Turing-Maschine realisiert wird, die selber ein Entscheider ist, die also eine Eingabe nimmt, rechnet, ihr den Wert der Funktion auf ihr Band schreibt und dann immer anhält. So, das gilt, ein Wort ist in der ersten Sprache genau dann, wenn seine Abbildung in der zweiten Sprache ist. Und wir schreiben diese Eigenschaft durch dieses Zeichen mit einem M für Mapping Reduction, Abbildungsreduktion. Später in der Vorlesung haben wir dann auch die Variante mit einem P für die Polynomialzeitreduktion gefunden. Das ist eine verschärfte Form dieser Abbildungsreduktion, die obendrein noch verlangt, dass diese Turing-Maschine, die F berechnet, in polynomialer Zeit läuft. Und haben dann gesehen, dass wir diese Strings können wir quasi lesen, als zu sagen, L1 ist höchstens so schwer wie L2. Oder L2 ist mindestens so schwer wie L1. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass L1 sehr schwer ist, zum Beispiel in dem Sinne, dass es nicht rekursiv aufzählbar ist, oder zum Beispiel auch in dem Sinne, dass es nicht rekursiv ist, dass es nicht entscheidbar ist, dann gilt das Gleiche auch für die rechte Seite. Dann ist auch die rechte Seite nicht rekursiv aufzählbar oder nicht rekursiv. Und umgekehrt, wenn wir zeigen können, dass die zweite Sprache zum Beispiel entscheidbar ist, dann ist die erste Sprache offensichtlich auch. Und das hat uns dann erlaubt, so eine ganze Reihe an Problemen zu erzeugen, von Entscheidungsproblemen, nämlich dem klassischen Entscheidungsproblem, dem klassischen Halteproblem, dem Halteproblem auf leerem Band, dem Halteproblem auf einer bestimmten Eingabe, diesem ATM-Problem, dem Gleichheitsproblem von zwei Turing-Maschinen und alles mögliche andere, alle möglichen Formen von Aussagen über Turing-Maschinen, die wir alle reduzieren konnten für denen jeweils immer galt, dass wir das eins dieser Halteprobleme, zum Beispiel ATM oder auch H0, reduzieren konnten auf diese anderen Probleme und damit zeigen konnten, dass diese anderen Probleme mindestens so schwer sind wie das Halteproblem, also auch nicht entscheidbar. Um das zu tun, das möchte ich noch einmal kurz betonen, weil das ist die Art von Frage, die schon gerne immer mal wieder oft gestellt wird, diese Art von Beweis zu führen, muss man, wie Sie vielleicht hier dieser Slide entnehmen, im Prinzip drei Dinge tun. Dazu habe ich nochmal ein anderes Slide gemacht, wo das nochmal draufsteht. Ja, wir sagen, wir schreiben, L ist reduzierbar durch die Funktion F auf R, wenn F eine Turing-berechenbare Funktion ist und gilt, dass das hier gilt. Ja, W ist in L genau dann, wenn F von W in R ist. Und dann heißt das, dass das hier höchstens zu schwer ist und so weiter und so weiter. Um diesen Beweis zu führen, müssen wir im Prinzip drei Dinge tun, auch wenn da zwei stehen. Nämlich erstens müssen wir F finden. Wir müssen also überlegen, dass das ist Ihr kreativer Schritt. Sie sagen, wie sieht eine Funktion aus, die Instanzen von der Eingabe für die linke Sprache, für L, abbildet auf die rechte Sprache. Die zum Beispiel Turing-Maschinen, die auf einem leeren Band gestartet werden, abbildet auf Paare von Turing-Maschinen, die miteinander verglichen werden sollen und so weiter. Das muss man erstmal finden, diese Funktion. Das ist der kreative Teil. Und dann muss man noch zwei Dinge tun. Man muss nämlich erstens zeigen, dass diese Funktion auch tatsächlich Turing-berechenbar ist. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wie die Turing-Maschine aussieht, die diese Rechnung durchführt und ob die irgendwie realisierbar ist. Sie dürfen nicht einfach so sagen, ja, das geht ja. Und dann müssen Sie zweitens zeigen, dass diese Funktion genau diese Eigenschaft hat, die hier steht. Dass nämlich W in der Sprache L ist, genau dann, wenn F von W in der Sprache R ist. Und das können Sie auf zwei Arten und Weisen zeigen. Nämlich entweder, indem Sie zeigen, dass wenn W in L, dann ist F von W in R. Also R hier ist die rechte Sprache, also nicht das aufrechte R, sondern das schräge R. Vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber ich kann auch hier L1 und L2 sich vorstellen. Und andersrum, wenn ich ein abgebildetes Wort habe, das in der rechten Sprache ist, dann war das Originalwort auch in der linken Sprache. Das ist die eine Sache, die Sie zeigen könnten. Ja? Also wenn A, dann B. Und wenn B, dann A. Oder Sie können zeigen, wenn A, dann B. Und wenn nicht A, dann nicht B. Und da kamen inzwischen mehrfach Fragen dazu, noch nach der Vorlesung, wo wir vorne noch standen an der Tafel, die immer wieder, ich glaube, auf ein Problem zurückführten, nämlich die Frage, ob denn diese Funktion F eigentlich invertierbar sein muss. Das ist, glaube ich, so eine häufige Verwirrung.
was mache ich denn, wenn diese Funktion gar nicht auf alle Instanzen dieser rechten Sprache abbildet? Das brauchen Sie gar nicht. Diese Funktionen müssen nicht Bijektionen sein. Um das versuchen klarzumachen, habe ich noch einmal dieses Bildchen hier gemalt. Ich weiß, dass das vielleicht nicht so ein super gutes Bild ist. Das Problem ist, dass ich habe überlegt, wie man das Bild richtig malt, und mir ist kein besseres eingefallen, weil wir da so Bildmengen aufeinander, wenn man da Linien dazwischen malt, ist immer verwirrend. Also, stellen Sie sich links vor, hier ist die klinische Hülle, Sigma Stern, und da drüben ist nochmal die klinische Hülle. Das soll beides die gleiche klinische Hülle sein, das ist diese dunkle Bereich. Ja? Und wir haben ihn auf zwei verschiedene Arten aufgeteilt. Links, die ist die klinische Hülle aufgeteilt in die Sprache L und ihr Komplement. Der weiße Teil heißt L, der blaue Teil heißt L-Komplement. Hier rechts haben wir die klinische Hülle aufgeteilt in die rechte Sprache R und ihr Komplement R quer, weiß und blau. Und diese Funktion F, die bildet jetzt zwischen Instanzen, also zwischen Worten in der klinischen Hülle und anderen Worten in der klinischen Hülle ab. Aber sie ist keine Bijektion, sondern sie hat nicht notwendigerweise, sondern sie hat nur die Eigenschaft, dass alle Instanzen von aus L in R abgebildet werden und alle Instanzen von L quer aus R raus abgebildet werden auf sein Komplement. Das ist das, was wir brauchen. Und dazu muss sie nicht bijektiv sein. Ja, falls Sie das bislang verwirrt, denken Sie da nochmal drüber nach. Jetzt ist es aber auch 10:55 und wir sind gut durch die Hälfte durch, deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir hier die übliche Pause und machen in 10 Minuten weiter. Und ich erzähle Ihnen nachher noch mehr über die Klausur, Sie brauchen gar nicht vorkommen, über die Klausur zu fragen. Ja? Mit diesen Abbildungsreduktionen haben wir also eine ganze Reihe von Problemen identifiziert, nämlich das Halteproblem auf leerem Band, das allgemeine Halteproblem und so weiter, die wir alle als nicht entscheidbar erkennen konnten. Ja, das ist eine gefährliche Formulierung. Und das hat dann zunächst mal erstmal diese Frage aufgeworfen, das scheint irgendwie, dass es ganz schön viele Probleme gibt, die nicht entscheidbar sind. Es ist irgendwie nicht nur diese 5, die da auf dieser Liste stehen oder 6 oder was das sind, sondern irgendwie ganz viele mehr. Und es stellt sich raus, das ist sogar eine riesige Menge an Problemen, die nicht entscheidbar sind. Und eine erste Intuition dafür, dass das so ist, hat der Satz von Rice für uns geliefert. Einer der großen Sätze dieser Vorlesung, der nämlich sagt, dass alle nicht trivialen semantischen Aussagen über Turing-Maschinen nicht entscheidbar sind. Zunächst mal, was heißt das? Nicht trivial semantisch heißt erstens nicht trivial, dass diese Aussagen für eine Teilmenge der Turing-Maschinen gelten. Also nicht für gar keine und auch nicht für alle. Zweitens, was heißt semantisch? Semantisch heißt, dass es nur eine Aussage über die Sprache der Turing-Maschine ist und nicht darüber, wie sie genau kodiert ist. Dass es also eine Eigenschaft ist, die gilt, wenn die Sprachen, oder die quasi sich erbt, wenn Turing-Maschinen gleiche Sprache sprechen, erkennen. Und der dritte Teil übrigens ist, dass es Aussagen über Turing-Maschinen sind, also über Gödel-Nummern von Turing-Maschinen selber. Das wiederum ist aber vielleicht gar nicht so super kompliziert, denn wir haben ja gesehen, dass durch die Gödelisierung im Prinzip damit eine Abbildung von der Menge aller Turing-Maschinen auf die natürlichen Zahlen existiert. Wir könnten auch einfach eine Liste an Turing-Maschinen haben, die irgendwo steht und sagen, es gilt für die erste, die zweite, die dritte, die vierte Turing-Maschine. Und das ist vielleicht eigentlich die tiefere Aussage im Satz von Rice, die da so zwischen den Zeilen steht. Dass hier nämlich sagt, die meisten Fragen über Muster in natürlichen Zahlen sind unentscheidbar. Muster, die nur was mit der Struktur des Musters zu tun haben, wenn Sie so wollen. Und dabei ahnen wir schon, dass das also nicht unbedingt eine Eigenschaft der Turing-Maschine als Metapher für Berechnung ist, also als Beschreibung von Rechnung durch Zustände und Band und Hin- und Herfahren von Lese- und Schreibkopf, sondern dass da was Tieferes drinsteckt, dass unsere Beschreibung von Rechnung mehr oder weniger egal, wie wir die Rechnung realisieren, solange wir sie auf eine semantische Art und Weise realisieren,
immer dieses Problem haben wird, dass bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden können. Und diese Einsicht war quasi die Vorwarnung in einen letzten Teil der Berechenbarkeitskapitels der Vorlesung. Eine Frage. Das ist eine wunderbare Frage, ja, sie für alle nochmal wiederholen. Die Frage ist, heißt dieser Satz eigentlich, dass wir niemals diese Fragen beantworten werden können oder dass wir nur noch nicht die richtige Intuition für Berechnungsmodelle haben? Lassen Sie uns die Frage mitnehmen in die nächste Slide, denn die führt nämlich genau, das ist genau die Intuition, die uns geführt hat zu diesem letzten Teil der Berechenbarkeit. Nämlich eigentlich genau die Frage, ist denn, ja, wenn Turing-Maschinen diese ganzen blöden Eigenschaften haben, dann müssen wir halt was anderes bauen. Brauchen wir irgendwelche anderen Architekturen? Vielleicht haben wir es so noch nicht verstanden. Vielleicht brauchen wir irgendwie von Neumann-Architekturen oder irgendwas anderes, irgendwie Quantencomputer, ja, und so weiter. Irgendwelche kristallinen Prozesse, die thermodynamisch agieren oder so. Vielleicht sind wir einfach nur, haben wir nur falsch drüber nachgedacht, indem wir diese Bänder und Leser- und Schreibköpfe gebaut haben. Und die Antwort darauf ist leider ein bislang Nein, auch wenn sie nicht mit dem scharfen Beweis einhergeht. Aber sie ist zumindest ein, alles, was wir probiert haben, hat auch nicht besser funktioniert. Und dem haben wir uns genähert dadurch, dass wir zunächst mal die Idee eines Berechnungsmodells verallgemeinert haben. Wir haben gesagt, wir könnten uns ja andere Arten von Rechnungen vorstellen, die die Gödelnummer einer Turing-Maschine abbilden auf eine Funktion, die durch die Turing-Maschine irgendwie implementiert wird. Und dann können wir uns so vorstellen, dass wir eine Maschine nehmen, also eine Gödelnummer nehmen, sie übersetzen in irgendeine andere Beschreibung einer Rechnung, also in Instanzen von irgendwelchen Kristallen, die im Hitzebad sich thermodynamisch verhalten oder Beschreibungen von Quantencomputern, die bestimmte Qubits präparieren und dann auf denen operieren und so weiter und dann darin Funktionen realisieren. Und dann könnten wir fragen, ist diese Art von Darstellung einer anderen Rechnung, inwiefern könnte die mächtiger oder kleiner sein als die Menge der Turing-Maschinen? Können wir die miteinander vergleichen? Gibt es Funktionen in diesem geschweiften M, die es nicht in der Menge der Turing-Maschinen gibt oder umgekehrt? Wir haben dann dafür Worte gefunden und haben gesagt, wir nennen ein Berechnungsmodell Turing vollständig, hier oben steht es, wenn es alle Turing-Maschinen realisieren kann, wenn es also mindestens so mächtig ist wie Turing-Maschinen als Modell. Und wir nennen es Turing-äquivalent, wenn es außerdem auch nicht mächtiger ist, wenn es also für jede Instanz in diesem geschweiften M auch wieder eine Turing-Maschine gibt. Und also wenn es noch nicht mal Turing vollständig ist, dann ist es eben strikt schwächer. Ja? Das heißt, wir könnten uns vorstellen, wir haben eine Menge an Berechnungsmodellen, die sind irgendwie schwächer als Turing-Maschinen, welche, die sind genauso mächtig wie Turing-Maschinen und welche, die sind noch mächtiger. Die genauso mächtig sind, die heißen Turing-Äquivalent. Die mächtiger sind, die heißen dann, da haben wir noch gar kein Wort dafür, sie sind aber mindestens auch Turing vollständig, aber sie sind eben vielleicht noch mehr. Nur, das heißt, wir hätten eigentlich, vielleicht bräuchten wir ein Wort dafür, irgendwie Super Turing oder sowas. Nur wir brauchen dieses Wort bislang nicht, denn wir kennen keine solche Berechnungsmodelle, die diese Eigenschaft haben. Deswegen gibt es auch kein richtig gutes Wort dafür. Jetzt hätte man natürlich gerne einen Beweis, der sagt, so ein Modell kann es nicht geben. Diesen Beweis haben wir aber nicht gefunden, den konnte ich Ihnen nicht zeigen, sondern ich konnte nur Ihnen diese These vorstellen. Das ist die sogenannte Church-Turing-These. Von Alonzo Church und Alan Turing, dass es kein mächtigeres Berechnungsmodell gibt. Wir einfach nur keins kennen. Ist aber nur eine These, kein Theorem. Wir haben uns dem genähert, und das ist auf die vielleicht einzige Art und Weise, der man sich erstmal nähern kann, indem wir ganz viele verschiedene Berechnungsmodelle angeschaut haben und dann immer gemerkt haben, dass diese Berechnungsmodelle im besten Fall Turing-äquivalent sind. Und diese Berechnungsmodelle waren, also zum einen waren sie, hier stehen sie, das sind die While-Programme, die Go-To-Programme, die For-Programme und das Lambda-Kalkül. Sie erinnern sich an diese schmerzhafte Vorlesung mit dem Lambda-Kalkül. Und bei denen haben wir immer wieder festgestellt, dass sie höchstens Turing-äquivalent sind. Kurze Erinnerung, While-Programme sind Turing-äquivalent. Go-To-Programme sind While-äquivalent, deswegen auch Turing-äquivalent. For-Programme sind nicht Turing-äquivalent, denn For-Programme halten immer. Sie haben nicht diese Eigenschaft, dass sie
auch ewig weiterlaufen können. Also mindestens nicht in der formalen Definition von Vorschleifen, wie man das für Vorsprachen sich vorstellt. Reden wir gleich noch weiter über Lambda-Kalkül und rekursive Funktionen, aber vielleicht erstmal ist wichtig, ein Wert dieser Einsicht, ähnlich wie wir das schon bei den deterministischen kontextfreien Grammatiken hatten, ist, dass diese Einsicht hier so eine Art Abzweig ist aus der theoretischen Informatik raus, die uns auch wieder was sehr Praktisches, Konkretes mitgibt. Also wir sind da hingekommen bei dem Versuch, genau diese sehr abstrakte Frage zu beantworten, gibt es hier nicht irgendwas Mächtigeres als Turing-Maschinen? Und dann haben wir gemerkt, dass all die Ideen, die wir hatten dafür, wie man Programmiersprache schreiben könnte, dass die auch alle Turing-äquivalent oder nicht sind. Das heißt, was wir hier auch gefunden haben nebenbei, ist die vielleicht sehr wichtige praktische Erkenntnis, welche Art von Strukturen wir in einer Programmiersprache brauchen, damit sie Turing-äquivalent ist. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal, Sie hören bestimmt früher oder später auf irgendeiner nerdigen Party, wird der Begriff fallen, so und so ist ja Turing vollständig. Ja? Was weiß ich, irgendwie BibTeX ist nicht Turing vollständig, aber LaTeX ist Turing vollständig und Microsoft Excel war bis vorletztes Jahr noch nicht Turing vollständig, aber jetzt ist es, weil es Lambda-Ausdrücke hat und so weiter und so weiter. Ja? Also diese Frage von, was brauche ich denn eigentlich in meinem Modell, damit ich alles machen kann, die wird sehr konkret greifbar durch diese Erkenntnisse. Sie wissen nämlich, welche Primitive Sie brauchen. Wenn Sie eine neue Programmiersprache erfunden wollen und dann zeigen wollen, dass sie Turing vollständig ist, dann greifen Sie sich eine von denen raus. Sie erinnern sich daran, dass diese Kalküle sehr kompakt beschrieben waren, dass sie sehr einfach sind. Ja, die While-Programme zum Beispiel, das war eine Slide. Die Goto-Programme, das ist eine Slide. Lambda-Kalkül, ein bisschen komplizierter, aber ich meine, man kann es sehr kompakt hinschreiben. Man kann es im Prinzip auf zwei Zeilen reduzieren, wenn man will, nur dann muss man stundenlang drüber nachdenken, was die zwei Zeilen eigentlich heißen. Aber kann man machen. Und wenn Sie in Ihrer Programmiersprache eines und nur eines von diesen Primitiven produzieren können, dann haben Sie eine Turing-vollständige Sprache. Sie brauchen zum Beispiel keine If-Then-Else-Clauses in Ihrer Programmiersprache, es reicht While. Warum? Weil man mit While, If-Then und If-Then-Else produzieren kann. Sie brauchen auch kein While-Schleife, es reicht Ihnen Go-To, ja, und so weiter und so weiter. Das ist also durchaus eine sehr greifbare, sinnvolle Einsicht. Ja? Frage? Ah, das ist eine schöne Frage. Und in diesem einen Fall werde ich Ihnen tatsächlich mal eine recht konkrete Antwort geben. Normalerweise versuche ich das zu vermeiden. Aber es ist immer wieder so eine Frage, ob man in der Klausur dann einmal sowas stellen könnte wie, hier ist ein Ausdruck, schreiben Sie den bitte mal als Vorprogramm oder so. Habe ich auch schon gemacht in der Klausur. Und was ich dann gelernt habe, ist, dass das eine sehr schwierige Frage ist, nicht für Sie, sondern für uns, wie wir das Ding korrigieren müssen. Denn wenn Sie sich erinnern an die Vorlesung, die ich dazu gehalten habe, dann werden Sie sich erinnern, dass ich auf der Slide auf einmal eine saubere, präzise Formulierung von For-Programmen oder While-Programmen gemacht habe und dann diese saubere, präzise Definition schon auf der nächsten Slide wieder verletzt habe, weil ich nämlich genervt war davon, dass da noch irgendwo ein Semikolon in der Definition drin steht und dann habe ich das Semikolon weggelassen oder irgendwie sowas, ja, oder habe halt die Programme als eher mit so einem LaTeX-Layout geschrieben. Und genau dieses Problem werden Sie dann auch haben in der Klausur, wenn Sie das machen würden. Ja, dann werden Sie da irgendwas hinschreiben und dann steht da, benutzen Sie If-Then-Else, ist Ihnen erlaubt, If-Then-Else zu benutzen, wurde ja in der Vorlesung gezeigt, ja oder nein, oder muss Ihre While-Schleife zum Beispiel immer ein While ungleich Null Ausdruck haben oder darf da auch ein gleich Null Ausdruck drinstehen und so weiter. Deswegen sind diese Art von Fragen sehr schwer zu korrigieren für die Tutorinnen und mich. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Also wenn ich es vermeiden kann, ja, fällt mir vielleicht was Besseres ein als diese Art von Fragen. Zurück wieder zum Inhalt der Vorlesung. Das war der praktische Effekt dieser Einsicht. Ja. Wir wissen jetzt, wenn wir While realisieren können, sind wir Turing vollständig. Wenn wir Lambda-Kalkül realisieren können, sind wir Lambda-Ausdruck schreiben können in unserem Berechnungsmodell, dann sind wir Turing vollständig und so weiter und so weiter. Es hat aber noch zu einer anderen tiefen Einsicht geführt und da haben wir so einen historischen Rückblick gemacht und haben nämlich gemerkt, dass nämlich die Antwort, diese Einsicht hier ist, die enthält versteckt da drin, die Antwort darauf, warum Turing-Maschinen eigentlich diesen nervigen Aspekt haben müssen, dass sie auch nicht anhalten.
Man könnte ja immer noch denken, hey, verflixt, das muss doch einfach, das ist doch blöd. Ja? Das erzeugt diese ganzen Probleme mit Entscheidbarkeit. Warum lässt man das nicht einfach weg? Warum bauen wir nicht einfach Maschinen, die immer anhalten? Und die historische Sicht darauf oder die Geschichte dahinter ist versteckt hinter diesen rekursiven Funktionen. Das waren die historisch ersten Versuche, Kalküle zu formulieren, die die Arithmetik auf formale Füße stellen, auf klare axiomatische Basis, Räume von Funktionen, die die Arithmetik formalisieren, axiomatisieren. Und da gab es diese primitiv-rekursiven Funktionen, Sie erinnern sich, die da so Anfang des 20. Jahrhunderts studiert wurden, von so Leuten wie Roger Peter und Ackermann und Hilbert und so weiter und auch Gödel, und die dann schnell festgestellt haben, gemeinschaftlich, dass diese Funktionen zu schwach sind, dass es nämlich Beispiele gibt für Funktionen, zum Beispiel die Ackermann-Funktion, die sehr konkret definierbar sind, die auch einen Wert haben, die man, also deren Wert man tatsächlich berechnen kann, aber man kann ihn nur berechnen, wenn man diesen Minimierungsoperator, diesen Mu-Operator in der Sprache realisiert, und dieser Mu-Operator, der ist so eine implizite, rekursive Definition, also von der Form, diese Variable hat den Wert, das erste Mal, dass irgendwas auftaucht. Und diese Struktur, die können wir nur realisieren durch so etwas, das erst zum Zeitpunkt der Rechnung überhaupt klar wird, definiert wird. Also etwas, das wir durch eine Weilschleife darstellen können, aber nicht durch eine Vorschleife. Also durch irgendetwas, was innerhalb der Schleife erst entsteht und dann erst den Wert der Schleifenvariable verändert. Und das ist genau das, was wir auch brauchen, oder um das realisieren zu können, brauchen wir in der zugehörigen Automatenklasse diese Fähigkeit, einfach potenziell ewig weiterzulaufen, weil wir ja noch nicht wissen, wann diese Variable zum ersten Mal gesetzt wird. Also dieses Problem des Nicht-Immer-Haltens ist fundamental, wenn wir diese sehr abschließenden Mengen von Funktionen wie die Ackermann-Funktion darstellen wollen. Das ist also wichtig, ja, wir kommen nicht drum rum, wenn wir diese Art von Funktionen darstellen wollen, aber natürlich, klar, es gibt durchaus auch viele Funktionen, für die man diese Eigenschaften nicht braucht. Wir wissen ja, dass es viele verschiedene Funktionen gibt, die man auch mit Vorschleifen ganz gut realisieren kann. Also diese Erkenntnis, dass all diese verschiedenen Ideen, die man da so haben kann, dafür, wie man so ein Berechnungsmodell definiert, die ja durchaus sehr unterschiedlich sind, ja, also das Lambda-Kalkül ist ja wirklich vom Charakter her auf den ersten Blick ganz anders als die rekursiven Funktionen, als While-Programme, Vorschleifen, Turing-Maschinen und so weiter, dass die alle am Ende äquivalent zueinander sind, die führen eben zu dieser Church-Turing-These, dass eigentlich alle, oder nicht eigentlich, sondern dass alle realisierbaren physikalischen Systeme durch eine universelle Turing-Maschine simulierbar sind. Zumindest die, die uns bislang alle eingefallen sind, als Menschheit, und dazu gehören auch die Quantencomputer. Also da liegt die Hoffnung nicht mehr. Das war das Ende der Berechenbarkeit, und Berechenbarkeit ist quasi der Teil der Vorlesung, wo die ganzen negativen Ergebnisse kommen, die sich beschäftigt mit all den Dingen, die man nicht kann und die auch in vielerlei Hinsicht vielleicht so ein bisschen irgendwie enttäuschend sind. Ja. Es gibt lauter Sachen, die wir alle nicht wissen können, fundamental nicht wissen können. Damit sind wir beim letzten Teil der Vorlesung angekommen, ein vielleicht etwas optimistischerer Sicht auf die Welt, zu fragen, naja, okay, jetzt wo wir wissen, dass alle möglichen Dinge nicht entscheidbar sind, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die wenigstens entscheidbar sind, und fragen da drin, welche sind eigentlich schwer und welche sind leicht zu entscheiden. Das ist der Bereich der Komplexität. Da haben wir uns zunächst mal verschiedene offensichtlich relevante Beschreibungen von Komplexität definiert. Wir haben uns zum einen konzentriert darauf, wie viele Schritte eine Turing-Maschine machen muss, um eine bestimmte Funktion zu entscheiden oder zu berechnen. Und zweitens, wie viel Platz sie auf dem Band dafür braucht. Zeit- und Speicherkomplexität. Übrigens, habe ich hier gar nicht als Slide, aber zu dem Zeitpunkt ist uns auch dann schnell klar geworden, dass diese Landau-Notation, diese Groß-O-Notation hier sehr hilfreich ist, nicht nur, weil sie uns viel Konstanten spart, die wir irgendwo mitschleppen müssen, sondern auch, weil sie genau die richtige Grobheit hat, um die ganzen mehr oder weniger äquivalenten Aspekte von Turing-Maschinen so in dem Groß-O verschwinden zu lassen. Das nämlich die Art und Weise, wie eine Turing-Maschine realisiert ist, ob sie ein Band hat, das nach beiden Seiten offen ist, ob sie mehrere Bänder hat und so weiter, dass die alle immer in so einem Groß-O drin verschwinden. Und auch, dass diese Groß-O-Notation, vor allem wenn wir uns über, und zum Zweiten, ja, dass
die Struktur von polynomieller Laufzeit sehr interessant ist, weil Polynome diese interessante Eigenschaft haben, dass ein Polynom von einem Polynom wieder ein Polynom ist und wir deshalb Turing-Maschinen, die polynomielle Laufzeit haben, als Bauteile von anderen Turing-Maschinen, die selber polynomiell oft eine andere Funktion aufrufen, benutzen können, ohne aus der polynomiellen Eigenschaft der Laufzeit rauszufallen. Die eine Eigenschaft, die, diese beiden Einsichten, ja, dass also groß O irgendwie hilfreich ist und polynomial irgendwie hilfreich ist, die hat uns dazu geführt, diese interessanten Komplexitätsklassen zu definieren, nämlich die, insbesondere hier unten dann, die Menge aller Entscheidungsprobleme, die von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit von beliebiger Ordnung und polynomiellen Speicher von beliebiger Ordnung entscheidbar sind. Die eine Detaileigenschaft einer Turing-Maschine, die uns bislang egal war und jetzt plötzlich relevant wird, ist der Determinismus. Nicht-deterministische Turing-Maschinen und deterministische Turing-Maschinen sind aus Sicht der Berechenbarkeitstheorie äquivalent zueinander. Die können die gleiche Menge an Sprachen erkennen und entscheiden. Aber wenn wir über Komplexität sprechen, haben wir gemerkt, dass wir das nicht so einfach, diese beiden Klassen so zusammenschmeißen können, sondern uns im Gegenteil damit ziemlich viel Kopfzerbrechen bereiten. Wir haben dazu die Menge der nicht-deterministischen, polynomialzeitentscheidbaren Sprachen definiert, NP, im Gegensatz zu P, die auf der vorherigen Slide war. Also die Menge aller Sprachen, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit entscheidbar sind. Und da haben wir zunächst mal realisiert, dass die eine sehr interessante Eigenschaft haben, dass sie nämlich in polynomialer Zeit deterministisch verifizierbar sind. Also nicht-deterministische Turing-Maschinen, zur Erinnerung, sind ja Maschinen, die wir nicht praktisch realisieren können, aber deterministische Turing-Maschinen können wir realisieren. Und eigentlich könnte man deswegen jetzt denken, naja, was interessiert mich die Klasse der nicht-deterministisch-polynomiellen Sprachen? Ich kann die Maschine ja eh nicht bauen. Aber sie haben eben diese, wegen dieser Verifizierungseigenschaft sind die tatsächlich interessant. Das sind nämlich die Menge der Entscheidungsprobleme, die leicht zu verifizieren sind, in polynomieller Zeit verifizierbar sind. Was heißt verifizierbar? Das heißt, dass es eine Funktion gibt, die einen String als Eingabe nimmt, dieser String heißt Zertifikat, der ist von polynomieller Länge in der Instanz, in der Größe der Instanz des Problems, also in der Größe von W, der Eingabe zur Turing-Maschine. Und dieses Zertifikat kann dann von einer deterministischen Turing-Maschine verarbeitet werden in polynomieller Zeit, um zu entscheiden, ob das Zertifikat, also ob die Eingabe W tatsächlich in der Sprache liegt. Also in diesem Sinne hier, nämlich dass wenn ein Wort in der Sprache gibt, dann gibt es ein Zertifikat, das nach polynomieller Zeit akzeptiert wird. Und wenn das Wort nicht in der Sprache ist, dann gibt es solch ein Zertifikat nicht. Das heißt, für alle möglichen potenziellen Zertifikate wird der Verifizierer verwerfen. Also NP ist die Klasse der schnell verifizierbaren Probleme. Während P, wenn Sie so wollen, die Klasse der schnell entscheidbaren Probleme ist. Und dadurch entsteht natürlich die sehr spannende Frage, ob denn jetzt P gleich NP ist oder nicht. Und dazu habe ich eine ganze große Vorlesung gehalten, über die ich gar nicht mehr so viel reden werde. Aber wir wissen natürlich jetzt, wir haben lange darüber nachgedacht, dass diese Frage, ob diese beiden Problemklassen identisch sind zueinander oder nicht, oder ob die eine Teilmenge der anderen ist, die zentrale offene Frage der Komplexitätstheorie sicher und vielleicht sogar der ganzen theoretischen Informatik ist. Und Sie wissen jetzt vielleicht auch, warum das so schwer ist, diese Frage zu beantworten. Es liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie noch nicht so ganz verstanden haben, was eigentlich verifizieren heißt oder nicht, sondern dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, präzise zu formulieren, was eigentlich da genau in einer Turing-Maschine passiert, wenn sie in polynomieller Zeit nicht deterministisch entscheidet. Auch bei der Komplexitätstheorie haben wir dann wieder die großartige Technik der Reduktion viel eingesetzt. Wir haben festgestellt, dass das auch wieder eine gute Abkürzung ist für
Beweise, die uns sehr dabei hilft, bestimmte Klassen von Problemen zu charakterisieren. Hier ist also wieder Reduktion, dieses Mal in einer etwas schärferen Form. Wir sprechen von polynomialzeitreduzierbaren Problemen, wenn wir oder Polynomialzeit, Reduktionen zwischen zwei Problemklassen, zwischen zwei Sprachen, L1 und L2, wenn wir eine Funktion finden, die nicht nur Turing-berechenbar ist, sondern in polynomieller Zeit Turing-berechenbar ist, so dass alles gilt wie vorher, wie wir das schon bei der Berechenbarkeit kennen. Diese Struktur von Polynomialzeitreduktion, die haben wir benutzt und die kann man benutzen, um diese Klassen P und NP und auch andere Komplexitätsklassen zu charakterisieren, indem man nämlich bestimmte Probleme findet, so dass alle Instanzen aus einer Komplexitätsklasse auf diese Probleme reduzierbar sind. Die nennt man dann vollständige Probleme. Dazu haben wir nochmal hier die Definition. Wir nennen Problem, das ist jetzt mal wieder so eine Slide, die ich Ihnen zeige, weil es tatsächlich so die Klasse von Fragen ist, die man gerne mal stellt, weil sie sehr konkret sind. Wir nennen Probleme NP-schwer oder auch NP-hart, auf Deutsch eher NP-schwer, aber auf Englisch NP-hard und deswegen sagt man oft NP-hart. Wenn alle Sprachen in NP auf dieses fragliche Problem L reduzierbar sind in polynomieller Zeit und wir nennen sie NP-vollständig, wenn sie nicht nur NP-schwer oder NP-hart sind, sondern außerdem selber auch in NP liegen. Wenn sie also quasi einzelne Probleme sind, die eine ganze Problemklasse beschreiben, in dem Sinne, dass es in polynomieller Zeit alle Entitäten, alle Sprachen aus der ganzen Komplexitätsklasse darauf reduzierbar sind. Frage. Das wäre schön. Dann kriegen Sie mehr als nur die Klausur. Die Frage war, muss man, um zu zeigen, dass ein Problem NP vollständig ist, auch zeigen, dass es nicht NP ist? Und Sie können einmal kurz überlegen, ob das geht, ohne zu zeigen, dass P ungleich NP ist. Also nein. Sie müssen, und das wäre ja schön, ja, dann können Sie Ihre Million Dollar direkt abholen am Ausgang. Also, wenn Sie zeigen sollen, dass ein Problem NP vollständig ist, dann zeigen Sie zwei Dinge. Sie zeigen erstens, dass es in NP liegt. Überlegen Sie kurz, wie Sie das machen. Stichwort Zertifikat. Ja. Und zweitens zeigen Sie, dass, also eigentlich möchten Sie zeigen, das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, ohne die nächste Slide aufzumachen, ja. Aber was Sie natürlich eigentlich gerne als zweites zeigen möchten, ist, dass alle Probleme in NP auf dieses Problem reduzierbar sind. Und das klingt erstmal nach einer großen Aufgabe. Ist nicht so was für 10 Minuten während der Klausur. Aber hier kommt uns ein großer Trick zur Hilfe, der auf der nächsten Slide steht. Nämlich den allergrößten Teil der Arbeit haben Cook und Levin schon für uns gemacht. Die haben nämlich einen Satz geliefert, den Satz von Cook und Levin, der sagt, hier ist ein Beispiel für ein Problem, das NP vollständig ist. Und das heißt SAT. SAT ist die Erfüllbarkeit von Boolschen Formeln in konjunktiver Normalform. Und weil wir schon wissen, dass SAT NP vollständig ist, können wir jetzt für ein neues Problem, das wir Ihnen vielleicht als Aufgabe geben, zeigen, dass es NP vollständig ist, indem wir erstens zeigen, dass es in NP liegt, dass es also zertifizierbar ist in polynomialer Zeit, und zweitens, dass zum Beispiel SAT oder irgendein anderes NP vollständiges Problem in polynomialer Zeit reduzierbar ist auf unser neues Testproblem. Denn dann haben wir damit so eine Art, ja, also Sie haben den Raum vor, Sie haben NP, Sie möchten gern, mache ich mal ein Bild, das hier ist NP, Sie haben hier drin ein Problem, Sie möchten zeigen, dass es NP vollständig ist, dann müssten Sie jetzt eigentlich, also erstens müssen Sie zeigen, dass es drin liegt, ja, und nicht draußen, und zweitens müssten Sie dann im Prinzip zeigen, dass alle die Probleme, die hier drin liegen, alle reduzierbar sind darauf. Das ist eine schwere Aufgabe. Wir wissen aber schon, dass es da drin ein Problem gibt, das die Eigenschaft hat, dass alles darauf reduzierbar ist in polynomialer Zeit, und das ist SAT. Und wenn Sie jetzt noch zeigen können, dass dieses Problem reduzierbar ist auf Ihres, dann sind Sie fertig. Und das ist natürlich deutlich einfacher, ja? Da müssen Sie nur ein Problem reduzieren.
Genau genommen müssen Sie nicht unbedingt Satt reduzieren, denn, wie Alfredo Cantarella Ihnen gezeigt hat in seiner Vorlesung, gibt es ja ganz viele andere bekannte MP-vollständige Probleme, mindestens 21, die von Richard Karp. Da Sie schon, also, ne, weil wir vielleicht wissen, dass die MP-vollständig sind, könnten wir Sie auch fragen, hier ist ein neues Problem, zeigen Sie bitte, dass irgendeins von denen, also wir sagen natürlich nicht irgendeins, Sie müssen sie alle auswendig wissen, sondern wir sagen, hier ist noch eins, das beschreiben wir Ihnen noch mal kurz, das ist MP-vollständig, zeigen Sie doch bitte einmal, dass das reduzierbar ist auf Ihr Problem. Dann haben Sie damit gefunden, dass Ihr neues Problem MP-vollständig ist. Und um das zu zeigen, müssen Sie was machen? Sie müssen die Funktion finden, die die Abbildungsreduktion macht. Sie müssen zeigen, dass sie durch eine Turing-Maschine realisierbar ist. Dann müssen Sie zeigen, dass diese Turing-Maschine in polynomialer Zeit läuft. Das ist neu, das war bei der Berechenbarkeit nicht so. Und drittens müssen Sie zeigen, dass diese Funktion diese Eigenschaft hat. Habe ich dazu irgendwann nochmal? Hier. Also, dass das da unten gilt. Ja? Dass sie ein Homomorphismus ist in diesem Sinne. Okay. So, und damit sind wir jetzt in unserer Zusammenfassung der Vorlesung relativ nah am Ende. Ich habe dann, mache ich noch kurz, oder? Ja, stellen Sie Ihre Frage. Also, es kommt gleich noch eine Slide dazu, was Ihnen alles in der Klausur erlaubt ist und was nicht. Aber Sie wissen ja schon, dass Sie einen Spickzettel haben dürfen in der Klausur. Weil Spickzettel erlaubt sind, ist, also der Vorteil von Spickzetteln für Sie ist, dass Sie einen Spickzettel haben dürfen. Der Nachteil von Spickzetteln ist, dass es bestimmte Arten von Fragen gibt, die einfach keinen Sinn machen zu fragen. Wir brauchen Sie nicht fragen, ob Sie irgendwas auswendig wissen, weil es im Zweifelsfall eh auf Ihrem Spickzettel steht. Ja? Das heißt, typischerweise werden wir nicht fragen, schreiben Sie einmal die sehr genaue Definition von irgendeinem bekannten NP-vollständigen Problem hin und zeigen Sie, dass Sie das auswendig wissen oder zeigen Sie, dass Sie das auf Ihrem Spickzettel stehen haben. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles immer perfekt definieren. Es gibt schon bestimmte Begriffe, die sollte man einfach wissen. Ja? Aber, also, weiß ich nicht, ob man jetzt satt, das könnte man auch zur Not noch hinschreiben. Wenn wir satt brauchen, können wir es auch hinschreiben. Ja? Dann werden Sie nicht wissen müssen, was satt ist. Aber ich meine, Sie wissen auch alle, was es ist. Das ist nicht so schwierig. Ja, den Satz kann man einfach hinschreiben. Schwierig ist dann, damit zu arbeiten, ja, und tatsächlich zu zeigen, dass man was darauf reduzieren kann. Okay, ich möchte das kurz fertig machen, damit ich Ihnen noch ein paar Sachen zeigen kann. Wir haben in der letzten Vorlesung, in den letzten paar Vorlesungen noch so ein paar schwere zusätzliche Aspekte von Komplexität gemacht. Da oben steht, die sind nicht klausurrelevant. Es gibt noch ganz viele spannende Fragen dazu, nämlich ob Komplexität eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise nur durch Worst Case hart wird. Es gibt viele Probleme, die zwar im Worst Case sehr hart sind, also NP-vollständig sind vielleicht sogar, aber durchaus gut approximierbar sind, für die es also Algorithmen gibt, die immer eine fast richtige Antwort liefern. Oder probabilistische Algorithmen, also Algorithmen, die meistens die richtige Antwort liefern, aber eben nicht immer und manchmal eine falsche. Und ganz zum Schluss haben wir uns jetzt am Dienstag auch noch mal mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Zufälligkeit überhaupt ist. Und diese Frage nach Zufall hat aus meiner Sicht interessante Brücke geschlagen zwischen der Komplexität einerseits, nämlich diesen probabilistischen Algorithmen, und der Berechenbarkeit andererseits, weil wir nämlich festgestellt haben, dass Zufall eine nicht berechenbare Funktion ist, in diesem Sinne von Kolmogorow-Komplexität. Übrigens auch ein Beispiel für eine nicht berechenbare Größe, die nicht semantisch ist. Es ist keine semantische Aussage über eine Turing-Maschine, ob sie die minimale Turing-Maschine ist, die eine bestimmte Sprache erkennt, aber eben trotzdem nicht berechenbar. Von diesen Kolleginnen und Kollegen damit sind wir auch ihre Veranstaltungen vorstellen werden. Damit bin ich mit der Vorlesung fertig. Und was mir jetzt nur noch bleibt, ist Ihnen erstens herzlich zu danken, dass Sie da waren während des ganzen Semesters. Auch ganz besonders zu danken für den Lehrpreis, den ich Ihnen zu verdanken habe. Ich hoffe, dass Sie nicht nur wegen der Klausur immer hier waren, sondern auch was gelernt haben, was Sie tatsächlich mitnehmen können für den Rest Ihres Lebens als Informatikerinnen und Informatiker, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dass Sie vielleicht, wenn Sie möchten, noch ein letztes Mal mir Feedback über alles geben können, worüber wir in den letzten 26 Vorlesungen miteinander gesprochen haben. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Klausur und hoffe, ganz viele von Ihnen nächsten Donnerstag um 8 Uhr morgens hier und in der N6 zu sehen. Dankeschön.